Zeilen und Spalten in Excel-Tabellen einfügen und löschen ist eine Aufgabenstellung, wo ich in meinen Trainings immer wieder sehe, dass das mit unnötig vielen Klicks erfolgt. Hallo, schön, dass du wieder hier vorbeischaust. Mein Name ist Robert Kirschner und ich zeige dir heute, wie du nach einer Anpassung der Symbolleiste für den Schnellzugriff das künftig nur noch mit einem Klick erledigst. Schauen wir es uns an. So, damit du künftig Zeilen, Spalten mit nur noch einem Klick einfügen oder löschen kannst, ist die erforderliche Vorarbeit die Anpassung der Symbolleiste für den Schnellzugriff. Wie das genau geht, habe ich dir in meinem Tutorial Effizientes Bedienen eines MS Office Programms mit der Symbolleiste für den Schnellzugriff Teil 1 ausführlich erläutert. Hier nur noch kurz die Befehle dazu, wie das jetzt funktioniert. Du gehst im Startregister in der Gruppe Zellen hier auf diese Befehle jeweils drauf einfügen, zunächst mal und dann nachher das Löschen. Bewegst die Maus hier zu dem Befehl, den du in die Symbolleiste hinzufügen willst, rechte Maustaste, Blattzeilen zur Symbolleiste hinzufügen, genauso Blattspalten einfügen, rechte Maustaste, ebenso das Löschen von Zeilen und von Spalten. So. Ab diesem Zeitpunkt hast du hier diese Befehle im Zugriff, brauchst dich nur noch in die Zelle stellen, an der du jetzt oberhalb eine Zeile oder links davon eine Spalte einfügen möchtest und erledigst diese Aufgabe jetzt künftig nur noch mit einem Klick. Wenn du hier also deine Einkünfte zum Beispiel erweitern möchtest, einfach eine Zeile einfügen, du willst hier ein Zwischenergebnis haben oder quartalsweise das zusammenfassen, brauchst eine neue Spalte dazu, fertig, ne? Kommt hier, was weiß ich, Quartalsergebnis reingeschrieben und das war's. Genauso ist die Spalte, die Zeile ist sofort wieder gelöscht, du brauchst auch hier, das ist das Gute an dieser Technik, gar nicht eine ganze Spalte, Zeile markieren, sondern du stehst einfach hier und sagst Spalte löschen oder ich stehe hier jetzt auch schon praktisch da, Zeile löschen. Du siehst also, wie du von dieser Technik unheimlich für deine tägliche Arbeit profitierst, indem du wirklich nur noch einmal für das jeweilige Einfügen bzw. Löschen klicken musst. Ich wünsche euch jetzt viel Glück und Erfolg beim Umsetzen, freue mich wie immer über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert, sodass wir uns hier öfter sehen. Bis zum nächsten Mal.